Morgen, Leute. Alter, meine Haare. Was geht ab? Willkommen zu einem neuen Vlog. Oh, gerade eine kleine Hektik ausgebrochen. Ich habe die Müllabfuhr gesehen und dachte mir so, ja, hast ja die Mülltonne rausgestellt. Ja, falsch gedacht. Ich habe eine vergessen und zwar braun war auch noch dran. Jetzt habe ich gerade mit Barfuß noch schnell. Wirklich, das war Matthias am letzten. Und ja, aber Mülltonne ist jetzt auch noch draußen und ja, soweit alles gut. Ja, ich habe mir gerade eben auch schon die Füße verbrannt. Also ich dachte, komm, gieß mal kurz barfuß raus. Also es brennt wirklich. Und eigentlich habe ich gestern gedacht, dass unser Dyson kaputt ist. Aber der funktioniert gerade wieder komplett normal. Was machst du? Achso. Machen geht die Abkürzung. Ja, auch gut. So. Ich werde mir jetzt mal Schlappmann ziehen. Na, Schuhe. Und dann Brötchen holen. Leute, Nina ist gerade gekommen und bastelt hier gerade noch ein bisschen was zusammen für ihr Bild. Tobias ist auch da und er macht jetzt ein Bild für uns. Wir haben gerade voll die fancy Getränke gemacht. Mhm. Und wir haben sogar denselben Look. Also auf jeden Fall das T-Shirt und ja, auch die Haare. Ich bin's, ein Doppelgänger. Dies ist mein Twinnie. Twinsy. Und ja, wir haben jetzt hier schön die Location, kurz die Location. Jetzt hier schön alles dekoriert. Und ja, machen jetzt ein paar süße Bilder und es ist schweineheiß hier auf diesem Boden. Ja, übel. Ha, es ist ja noch heißer hier bei uns. Alter, Finn, wie schaffst du das nur, den ganzen Tag draußen zu sein? Hm? Kleines Mäuselchen, du. So, und ja, auf jeden Fall, genau, das hier ist mein Outfit. Nina hat die T-Shirts besorgt. Fand ich ganz süß. Für ein Foto ist ganz cute. Und Extensions am Start. Sieht man ja gar nicht. Aber fürs Bild ist cool. Der Gartensprengler läuft. Yeah. Okay, ich sollte weggehen. Das Essen ist angekommen. Yeah. Okay, ich sollte weggehen. Frühlingslolle. Für den. Sehr geil. Ich weiß, dass die Hosen eigentlich schon am Arsch sind, aber vielleicht kommen sie ja nochmal, ne? Ja. Hast du die nochmal neu unten angeschnitten? Ja, deswegen, ja. Ah, okay. Ja. Leute, Essen ist gekommen. Woo! Eigentlich wollte ich mir was zu trinken und rausnehmen. Und oh, Mann. Hast du wieder zugedreht, ne? Achtung, Achtung, alles Eistee. Alles Eistee. Nina und Maren haben gerade was gelernt, nach gefühlten 6 Jahren, wo ja, der Trend schon wieder out ist. Ich muss es gar nicht können. Komm, zeig. Wir müssen aber jetzt, glaube ich, die Beine so starrer halten, oder? Warte mal, also es geht so. Ihr macht doch immer so ganz starre Beine. Ach so? Starre Beine heißt nicht bewegen, die Beine. Du machst so. Kann ich. So? Und ihr macht das so schnell, ich mach mal ganz schnell. Ich kann das nicht so schnell. Soll ich Musik dazu anmachen? Ja, bitte. Machen wir Musik. Ja. Mach du mal. Komm. Ja. Der war einfach nur so, ja. Übrigens, das Essen war sehr gut. Leider waren die vegetarischen Frühlingsrollen nicht ganz so vegetarisch. Das habe ich schon in meinem Mund gemerkt. Die waren so ein bisschen fleischig. So. Ja, wo ist denn die Musik? Ja, und jetzt machen wir uns hier einen schönen Abend noch, ne? Die zwei. Ivy macht den Backpacker. Zack. Sag doch mal, den Opa soll das machen. Oh, die hat sowas von gar keinen Bock. Oh Gott, jetzt war es so null Bock. Supi! Oh Gott, in der erstmal Pfoten lecken, gar keinen Bock nach der zu riechen. Oh, nee, die hat aber nicht so Lust heute. Hast du keine Lust? Warum? Hilfe, Hilfe. Okay. So wie ihr sehen könnt, ich bin hart am Packen gerade. Das ganze Kamera-Equipment, nochmal die Geräte gecheckt, die vielleicht nochmal geladen werden müssen. Denn the struggle is real. Außer diese gelbe Reisetasche, die keine Rollen hat und nicht hart ist, werde ich nur für die 5 Tage noch einen Rucksack mitnehmen können. All meine Sachen und natürlich auch Kamera-Equipment rein. Denn in 911ern oder speziell in GT-Fahrzeugen ist doch beschränkter Platz, so dass man jetzt nicht einfach sagen kann, ach super, wir nehmen einfach einen großen Reisekoffer mit, da wird ja alles reinpassen. Das funktioniert nicht. Vorne ist natürlich ein Kofferraum und ein bisschen kann man noch was hinter die Sitze verstauen, aber das halt wirklich nur eingeschränkt. Und genau deswegen muss das auch gut überlegt sein, was alles mitkommt. So Leute, das wird jetzt auch hier das Ende.
Ich werde jetzt pennen gehen. In 4 Stunden muss ich wieder raus. Ich verabschiede mich auch von euch für ungefähr 4,5 Tage. Ja, denn ich kümmere mich um meinen eigenen Kanal. Das hatte ich ja schon gesagt. Also ich habe noch ein paar Videos im Petto. Die habe ich einfach bisher nicht hochgeladen. Und werde auch jetzt über die 4 Tage drehen machen und drehen. Und das muss ich einfach mal ohne V-Docken im Nacken haben. Denn man kann sich eigentlich nur auf eins konzentrieren. Es ist der Vlog und man macht Insta-Stories und Posts und produziert Fotos. Oder man konzentriert sich auf sein eigenes Video und das dann halt aufgesplittet auf 4 Tage. Womit ich in der Drohne fliege, das nachher schneide, auch ein bisschen Vlog selber mache in meinem Video. Und den Leuten einfach, die am Motorsport interessiert sind, auf meinem Kanal mitnehme. Ihr sagt, es langweilt euch oder manche da draußen langweilt es euch. Es ist mein Ding, aber ihr habt recht, dafür ist mein Kanal da. Und ja, Maren übernimmt diesen Kanal, wird aber einige coole Leute am Wochenende treffen, ne? Du wirst ja einige coole Leute an dem Wochenende jetzt treffen, ne? Ja. Ja, also seid gespannt, Leute, und ich wünsche euch noch eine gute Nacht oder einen schönen Abend. Bis dann. Guten Morgen, ihr Lieben. Oh, wir haben 7 Uhr, bin schon seit 6 Uhr wach. Tobi ist auch schon seit 6 Uhr unterwegs. Und die nächsten Tage werdet ihr leider nur was von mir sehen, weil der Tobi ist nämlich heute mit Porsche unterwegs, beziehungsweise bis Montag. Und dann hat Tobi auch am Dienstag Geburtstag. Und ja, dann werden wir mal gucken, wie wir das jetzt hier die nächsten Tage zusammen schaffen werden, weil ich muss ehrlich sagen, es ist natürlich immer eine andere Sache, wenn man zu zweit vloggt, das ist einfacher, als wenn man alleine vloggt, aber ich gebe mir Mühe und ihr könnt dann gerne auch beim Tobi dann demnächst vorbeischauen, da findet ihr dann auch ein cooles Video. So, ich habe den Ventilator übrigens an, deswegen nicht wundern, falls meine Haare hier die ganze Zeit rumwehen. Ich werde jetzt mir kurz eine Kleinigkeit zum Frühstück machen, die Katzen kurz rauslassen und dann ins Fitnessstudio fahren und kurz ins Büro und ich wünsche euch viel Spaß. So, ich habe mich mal ein bisschen sportready gemacht und werde jetzt gleich, wie gesagt, ins Fitnessstudio fahren. Bevor ich das mache, trinke ich hier noch einen Kaffee und setze mich noch kurz raus und genieße einfach kurz 2 Minuten ein bisschen so die morgendliche Stimmung, das Vogelgezwitscher. Wirklich, das ist manchmal Balsam für die Seele. Und dann geht's, wie gesagt, ins Fitnessstudio. Danach, ich wollte jetzt eigentlich danach nochmal, also direkt zurückfahren, aber ich glaube, ich dusche jetzt direkt im Fitnessstudio. Weil das wäre sonst so ein Hin und Her. Ich bin mal gespannt, ob sehr viel los sein wird, weil Ferien, früh morgens, es ist bullenheiß tagsüber. Das heißt, viele werden, denke ich mal, morgens oder spät abends gehen. Ich bin mal gespannt. Wanna shake the ground, wanna break away, let loose. I'm tired of waiting, gotta make that move. All the neon signs, now they shout to me and you to write our story, wanna shape the new. Training, ich kann nicht mehr. Alter. Boah, es ist so verdammt warm. Unglaublich. Aber ich habe alles geschafft. Leute, ich kann nicht mehr. Es ist so unglaublich warm. Es ist so verdammt warm. Ich habe den Ventilator an. Ich habe das Fenster auf, damit hier einfach ein Luftdurchzug ist. Ich hatte eben die ganze Zeit noch die Türe auf. Die habe ich jetzt zugemacht. Ich glaube, ich mache jetzt hier diese Markise mal runter, damit es ein bisschen dunkler ist, macht das Fenster zu und lass nur diese Klimaanlage hier laufen. Das Problem ist bloß, wir sind ganz oben, es ist immer hier richtig, richtig warm. Oh Gott, selbst die Luft, die reinkommt, die ist warm. Aber ich finde es halt auch so schade, wenn ich die Markise jetzt runter mache, dann ist es so dunkel. Ja, gibt Schlimmeres, aber ist halt einfach warm. Ich glaube, die Leute, die auch im Büro arbeiten oder generell, die einfach in Räumen arbeiten, die nicht klimatisiert sind. Meine Mama ärgert mich schon die ganze Zeit, sagt die, ey, ich habe eine Klimaanlage und ich schicke mir so, genau. Naja, ich werde mir jetzt mal was zu essen bestellen, weil langsam plagt mich nämlich der Hunger. Ich habe jetzt eben nur so ein bisschen was gegessen und sitze hier schon einige Zeit und mache ja einiges für unsere Marke, für RWTP, für ein anderes Projekt bin ich sehr, sehr viele Sachen gerade noch am machen. Ich muss jetzt gleich noch Daily schneiden. Ja, gibt einiges zu tun und ich werde jetzt aber trotzdem erstmal was essen. Mein Essen ist
Alter, ich freue mich gerade so hardcore. Ich bin ganz allein im Büro, die haben schon alle Feierabend. Wir haben jetzt 17.40 Uhr. Ich muss jetzt noch Daily weiterschneiden. Aber werde nebenbei diese leckeren Nudeln mit Tomatensauce essen. Ich muss die aber eh abkühlen lassen, weil die sind so scheiße heiß. Ich hatte irgendwie auch keinen Bock auf Salat. Ich brauchte irgendwas, was richtig sättigt. Deswegen, Pasta! Das ist wieder so typisch Maren, ne? Ey, oh, ich mache immer... Ach, egal. Ich mache echt dämlich Flaschen auf. So gefühlt, keine Ahnung, ein Liter Wasser jetzt gerade auf mich gekippt. Ja, ganz schön viel Kohlensäure drauf. Ich glaube, dem Typen ist eben... Oh, mein Handy ist nass. Ich glaube, dem Typen ist eben die Wasserflasche runtergefallen. Oder... Oh nein, alles ist nass. Egal, es trocknet schnell. Oder... Alter, also, das ist bis zu meinem Laptop. Er hat sie extra geschüttelt, weil er so weit laufen musste. Ich weiß es nicht. Ja, egal. Wird gleich eh schnell trocknen. Ich habe nämlich keinen Flaschenöffner hier. Wir haben nur Flaschen mit diesem Verschluss da, wo ich einen Flaschenöffner brauche. Und ich war jetzt eben schon in der Küche und da war keiner. Und dann kam einer aus den anderen Büros und meinte, komm, ich mach dir jetzt mit dem Feuerzeug auf. Und ich so, ja, meine Rettung, sonst würde ich jetzt hier verdursten. Deswegen habe ich mir gerade so eine bestellt. Prost. Ah, oh, Leute. Oh. Gott. Ich habe Gott sei Dank gegessen und mir was zu essen bestellt. Das wird jetzt eine Nachtschicht. Eigentlich hatte ich was ganz anderes für heute Abend geplant. Ich wollte mich heute Abend mit Nina treffen. Jetzt allerdings einen Anruf bekommen. Das funktioniert heute nicht mehr, weil ich etwas sehr, sehr Wichtiges bis morgen Mittag noch machen muss. Und das wird jetzt einige Stunden dauern. Das wird jetzt eine Nachtschicht. Das heißt, ich werde jetzt auch nicht weiter vloggen mehr. Und ich glaube, das ist der aktuellste Vlog, den wir jemals auf Daily hatten. Weil das, was ihr jetzt seht, das ist auch heute aufgenommen worden. Also, ja, der 26. ist heute und es geht heute am 26. noch online. Das macht jetzt keinen Sinn, weil ich muss mich jetzt echt konzentrieren und muss das jetzt hier alles machen. Das ist auch total langweilig. Deswegen beende ich diesen Vlog jetzt hier und habe den jetzt einfach mit dem gestrigen zusammengepackt. Und Gott sei Dank habe ich den Ventilator mitgenommen. Das Einzige, was ich jetzt gleich machen werde, ist ganz kurz nach Hause fahren, weil die Kätzchen brauchen noch was zu essen. Den habe ich noch nichts gegeben. Ja, ist jetzt doof gelaufen. Ich habe mich so auf den Abend, auf meinen Feierabend gefreut. Aber manchmal läuft halt nicht so, wie man es möchte. Aber wenigstens habe ich Essen, genug Trinken hier und einen Ventilator. Bevor ich jetzt allerdings den Vlog beende, wollte ich noch auf etwas aufmerksam machen. Und zwar haben wir eine Nachricht bekommen. Ich möchte jetzt keinen Namen nennen, einfach aus dem Grund, weil ich nicht möchte, dass es dann nachher noch mehr Stress gibt. Wir sind sehr, sehr traurig darüber. Es gibt jemanden, der unsere Vlogs schon seit wirklich sehr, sehr langer Zeit regelmäßig kommentiert, immer aktiv ist und sehr supportet. Und diese Person hat leider von mehreren Leuten wohl Drohungen erhalten, Beleidigungen und das geht einfach absolut gar nicht. Und jetzt haben wir von der Person eine Nachricht bekommen, dass diese Person uns nach wie vor weiter supporten wird, aber nicht mehr unter die Vlogs schreiben möchte, weil er einfach mittlerweile schon Angst hat und das geht halt einfach gar nicht. Ganz ehrlich, Leute. Wir sind zwar hier im Internet und ja, Meinungsfreiheit, whatever, aber das ist schon nicht mehr normal. Drohungen und Beleidigungen gehören nicht zur freien Meinungsäußerung. Ich meine, was wir unter unseren Vlogs manchmal lesen müssen, ist eh unter aller Sau. Das hat nichts mit Kritikfähigkeit oder mit Kritik generell zu tun und man kann es den Leuten nie recht machen, aber es gibt halt Personen, die sowas nicht gerade gewohnt sind, die halt einfach mit sowas auch nicht wirklich klarkommen. Wir hingegen, mittlerweile geht es mir da rein, da raus, es sei denn, es ist konstruktive Kritik, womit ich was anfangen kann. Ich finde das halt einfach wirklich, wirklich unfair. YouTube sollte doch eine Plattform sein, wo man Spaß hat und nicht, wo man andauernd meckert und andauernd irgendwas sucht, was scheiße ist oder was weiß ich was. Ich meine, wie gesagt, freie Meinungsäußerung, darüber rede ich nicht, aber man kann es auch übertreiben. Man muss nicht über jeden kleinen Scheiß meckern und mir geht es, wie gesagt, am Popöchen mittlerweile vorbei und ich bin auch nur ein normaler, ein stinknormaler Mensch, der einfach vor 10 Jahren fast mit YouTube angefangen hat und einfach jetzt eine ziemlich große Followerschaft hat, zusammen mit Tobi. Und wir sind genauso wie früher Maren und Tobi, die rumalbern. Wir versuchen die Vlogs in letzter Zeit auch wieder mehr so zu gestalten, dass man wirklich sieht, wie wir wirklich ticken, dass wir rumalbern. Wir müssen nicht erwachsen sein, nur weil ich 26 und Tobi 27 wird. Das ist Quatsch. Man muss nicht immer der mega disziplinierte
ambitionierte, krasse Erwachsene sein, der keine Fehler macht und der so perfekt ist. Nö, ich bin ganz ehrlich, ich bin so froh, dass ich das Kind in mir noch drin habe. Und es gibt halt einfach so Sachen, die müssen echt nicht sein. Und dazu gehört es, Beleidigungen zu schreiben und Drohungen zu schreiben. Es ist halt einfach so, ich finde das irgendwo richtig, richtig unfair, wenn man Leute, die einen supporten und selbst wenn, egal ob sie Fans sind oder ob sie einfach nur jemanden mögen und unterstützen möchten, das geht nicht. Und das finde ich auch, und sowas akzeptieren wir auch unter unseren Vlogs nicht. Ich meine, da läuft eh schon an Kommentaren teilweise manchmal Sachen ab. Aber das geht halt echt nicht. Und bitte, bitte hört einfach auf damit. So, wisst ihr, wir machen die Vlogs für euch kostenlos. Wir machen die Vlogs für euch, weil wir sie auch selber machen möchten, weil es uns einfach für uns auch was ist, weil wir ein Tagebuch haben. Wir können immer wieder zurückblicken in unser Leben. Was haben wir an dem Tag gemacht? Und das ist wunderschön für uns. Und lassen euch an unserem Leben teilhaben, ihr müsst nichts bezahlen. Und wir stellen euch den Content zur Verfügung. Ihr könnt euch hinsetzen, ihr könnt euch es gemütlich machen nach dem Feierabend vor der Schule, in eurer Mittagspause, in euren Ferien und könnt einfach euch den Vlog anschauen als Unterhaltung. Aber nicht um euer Köpfchen zu stressen und irgendwelche Sachen zu suchen, die ihr kritisieren könnt oder die euch auffallen, die ihr vielleicht nicht so, keine Ahnung, und dann halt niedermacht. So, je nachdem. Es, wie gesagt, Kritik ist okay. Es kommt halt nur darauf an, wie man sie äußert. Und Drohungen und Beleidigungen gehen halt überhaupt gar nicht. Worüber wir uns halt auch immer freuen, ist, wenn ihr die Videos bewertet, weil das ist für uns halt einfach so die Art, dass wir sehen können, okay, Kommentare und Bewertungen ist das Einzige, was wir von euch bekommen können. Wir kennen euch nicht. Wir können euch nicht treffen. Wir können euch nicht persönlich Danke sagen. Wir können nicht euch fragen, wie hat euch der Vlog gefallen persönlich. Ja, das ist halt so eine Sache, keine Ahnung. Also bitte, 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 es geht jetzt hier nicht an alle Zuschauer, an eine kleine Prozentzahl, aber wenn wir schon Nachrichten von Zuschauern bekommen, die uns wirklich wichtig sind und alle Zuschauer sind uns wichtig, aber es gibt halt einfach auch ein paar, die wirklich hart uns supporten. Beleidigungen oder Drohungen den Leuten zu schreiben, das macht man nicht. Das, glaube ich, ist das Wort zum, was ist heute Donnerstag. So, und jetzt werde ich den Vlog schneiden und wünsche euch einen wundervollen Tag. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen was machen. Ein bisschen ist gut, aber ich werde hier jetzt noch arbeiten, so wie es sich gehört. Und wir sehen uns dann morgen wieder.